Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Griechenland läuft das mit Spannung erwartete Referendum über den Reformkurs des Landes. Knapp 10 Millionen Griechen sind aufgerufen zu entscheiden, ob sie die Sparauflagen der internationalen Geldgeber akzeptieren oder ablehnen. Ministerpräsident Tsipras, hier am Morgen bei seiner Stimmenabgabe in Athen, hat seinen Rücktritt in Aussicht gestellt, sollte sich eine Mehrheit für die Reformauflagen finden. Nach jüngsten Umfragen halten sich Befürworter und Gegner die Waage. Erste Ergebnisse werden gegen 20 Uhr erwartet. Die Tagesschau meldet sich wieder um 13:15 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.